Heute führt mich meine Mission in die schöne Innenstadt von Wien. Genauer genommen in die renommierte Gastgewerbefachschule der Wiener Gastwirte am Judenplatz, wie mir mein Genussguide verrät. Seit den 1890er Jahren wird hier bereits eifrig der Beruf des Koch und Kellners gelehrt. Und gemeinsam haben wir heute die Möglichkeit, ein paar Einblicke zu gewinnen. Jeden Tag liefert die Firma Metro mit ihren umweltfreundlichen Immobilien frische Ware und möchte dabei ihre Erwartungen übertreffen. Ich werde bereits erwartet. Herzlich willkommen am Judenplatz. Ja, danke schön, Herr Sedlacek. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Ich dachte, mich bringen als kleines Gastgeschenk einen echten Wiener Sekt der Familie Katus, Generation 4. Familienbetrieb mit. Da freue ich mich aber sehr. Darf ich hiermit gleich, dass Sie mir folgen und ich zeige Ihnen dann eine andere Sache. Ja, sehr gerne. Hallo. Ich rieche schon was Gutes. Was machst du denn da? Wir haben hier heute eine Sellerie-Cremesuppe mit einem Hauch von Trüffel. Mhm. Und dann haben wir hier Rotcroutons. Die werden auch drauf gesetzt. Ja. Mit einem Selleriestroh, das ist feingeschnittener Sellerie, der wird anschließend frittiert. Dann einen Hauch Obst dazu, für die Cremigkeit. Aha. Und dann noch ein frittiertes Petersilblatt. Ah, und ich sehe, Profis schneiden auch mit Profimessern. Ja, genau. Hier an der Gastgewerbefachschule verwenden auch die Dickmesser. Okay. Und die Dickschärfer, Messerschleifer. Mhm. Was genau machst du jetzt? Also hier schneide ich die Zwiebel in Brunoise, das heißt in kleine Würfeln. Ja. Hier schaut man, dass die Wurzel hinten ist und dann so. Und in welchem Modul oder welchem Lehrgang lernt man das? Das lernt man schon in der ersten Klasse, okay, wie man richtig schneidet. So die Basics die generell. Basics. Die Basics können immer, egal bei welchem Beruf. Mhm. Und hier machen wir jetzt einen Gulasch dann mit dem. Ja, hallo Oliver. Servus. Der Herr Küchenmeister Tötzl war so nett und hat mich zu dir gebracht. Okay. Wettbewerbsschüler, was genau darf ich darunter verstehen? Das heißt, du hast bei einem Wettbewerb mitgemacht und hast dann Platz gemacht. Also es war der Falstaff Young Talent Cup Wettbewerb, okay, wo ich den zweiten Platz gemacht habe. Was wird das Schöne? Das wird ein Gulasch. Hast du jetzt zuerst die Zwiebeln angeschwitzt? Genau. Dann das Ganze mit Essig abgelöscht. Und dann? Davor noch Paprikapulver. Paprika, mhm. Ja, das ist wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, gerade bei einem ungarischen Gericht. Mhm. Darf Paprika sicher nicht fehlen. Gerade Hygiene ist ja bei euch in der Küche wahnsinnig wichtig, oder? Ja, auf jeden Fall. Was verwendet ihr da so? Wir verwenden die Wettex. Und danach wischen wir halt noch mit Papier trocken. Mhm. Alles klar. Am Schluss wird noch desinfiziert, oder? Ja, ganz genau. Wir haben da ein spezielles Mittel. Okay. Und damit desinfizieren wir dann nach dem alle Bakterien weg sind. Ja. Sehr gut. So, Herr Küchenmeister Eigner, wo haben Sie mich jetzt hingeführt? Wir sind im 6. Stock der Gastgewerbefachschule am Judenplatz in der Masterclass Patisserie. Mhm. Die Lehrgangsteilnehmerinnen der Masterclass bereiten heute verschiedene Texturen der Schokolade zu, die wir am Vormittag vorbereitet haben und jetzt am Teller drapiert werden. Was genau gemacht wird, ist hier Schokolademousse wird auf einer Mangosauce angerichtet, linear, plus Luftschokolade, die dann dazugesetzt wird, Schokolade Crumble und Schokolade Äste. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Kann es sein, dass wir uns schon mal gesehen ja, haben? Ja, ich habe in der Liebnitzmühle als Köchin gearbeitet. Ah, das heißt, du warst schon mal bei uns in der Sendung. Ja, genau. Ist ja witzig, ne? Die Welt ist manchmal klein. Zu Ihnen, Herr Eigner. Patisserie ist ja hier ein eigener Lehrgang. Ganz genau. Was genau, was wird da Wert gelegt oder was für Module gibt es da? In der Masterclass Patisserie, das ist ein übergeordneter Lehrgang der Fachschule. Und hier können sich externe, schon in der Gastronomie ausgebildete Teilnehmer und Teilnehmerinnen bewerben, beziehungsweise nach der Fachschule können sich für den Lehrgang bewerben. Könnt ihr dann manchmal auch bei euren Lehrern, wenn ich mal so sagen darf, dürft ihr da auch Ideen einbringen? Natürlich, ja. Wir dürfen als nächstes Projekt
ein Gemüsedessert kreieren und da dürfen wir natürlich selbst unsere Gemüsesorte wählen. Aha, und auf diese Ideen kommen dann aber Sie, dass die Schüler da sich austoben dürfen? Ich gebe die Rahmenbedingungen vor, hier spricht zum Beispiel das Gemüsedessert, aber die Umsetzung obliegt voll den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, wie sie das kreativ umsetzen. Ich stehe nur im Hintergrund, versuche zu coachen und zu lenken. Die Hauptspeise war sensationell. Ich bin jetzt schon wirklich sehr gespannt aufs Dessert. Ich auch. Darf ich Ihnen vielleicht noch einen grünen Veltliner vom Weingut Herzinger? Vom Weingut Herzinger gerne. Und woran erkenne ich jetzt als Gast einen gut ausgebildeten Kellner, Kellnerin? Das ist zum Beispiel ein Qualitätskriterium für ein gutes Restaurant, das die Servierkraft erkennt. Das Glas ist noch nicht ganz leer, weil es darf nicht ganz leer sein. Und kommt und fragt, ob noch nachgeschenkt werden darf. Und beim Einschenken, dass die Flasche so abgedreht wird, dass dieser berühmte Tropfen ins Glas fällt und nicht auf das Tischtuch. Das ist so ein Qualitätskriterium zum Beispiel. Und jetzt bin ich sehr neugierig, ob wir den nächsten Qualitätsbeweis bekommen. Das nehme ich und sie sind schon da, die Damen. Dass die Bröseln, die wir hier dann doch womöglicherweise am Tischtuch haben, ordentlich weggekehrt werden. Nicht beim Dessert dabei haben. Genau. Und das ist der dritte Punkt, dass das Besteck für das Dessert dementsprechend runtergezogen wird, damit das dann gut serviert werden kann. Verstehe, damit der Gast wirklich, da merkt man wirklich auch die Qualität. Also was würden Sie sagen, was auch von der Schule so ein Qualitätsmerkmal ist oder eine Besonderheit? Das unterscheidet uns von manch anderer Schule. Wir haben nämlich 50% Praxisanteil. Das heißt, die Damen und Herren an unserer Schule stehen de facto jeden Tag entweder im Servierraum oder in der Küche. Wow, das sieht wirklich vorzüglich aus. Also da merkt man wirklich, was Qualität ausmacht. Also das ist wirklich... Wie so schön heißt, man isst ja auch mit den Augen. Absolut. Und das, glaube ich, wird hier wirklich sehr, sehr gut erfüllt. Tja. Die Gastgewerbefachschule der Wirtschaftskammer Wien hier am Judenplatz hat eben eindeutig Geschmack. Vielleicht bist du ja bereits der nächste Haubenkoch, der hier ausgebildet wird.